Lass uns doch mal gucken, was der Cynic da verzapft hat, oder? Stichwort Leon Lovelock. Und ich habe mich gefragt, was triggert den so sehr an dem? Mann, ich mache halt Leute gerne runter. Dieser Satz macht für mich halt doch überhaupt gar keinen Sinn. Ich mache Menschen gerne runter. Also mich triggert Dummheit, wenn man sich dann, obwohl man dumm ist, so und so verhält und zu sehr von sich überzeugt ist, ohne aber was zu können. Wer ist Cynic, dass er beurteilt, wer dumm ist und wer nicht? Wer ist Cynic, dass er beurteilt, wer was kann und wer nicht, Bro? So, wer hat das Herz am richtigen Fleck? Wer macht die richtigen Sachen an der richtigen Stelle? Das zeichnet für mich einen Mensch aus. Also ich würde niemals, auf die Idee kommen, den zu haten oder so, wenn der einfach seine Fitness-Scheiße weitergemacht hätte. Aber der begibt sich dann in so ein Hip-Hop-Feld und in so einen Kosmos, wo sobald du halt eigentlich so eine hohle Fitnessbirne bist, wie er es ja nun mal ist, und dann aber, keine Ahnung, Hip-Hop-Interviews machst. Und außerdem, wer bist du, dass du Hip-Hop für dich vereinnahmst? So? Auf dem Takt, auf dem Beat bist du wack. Bin unterwegs mit den Brüdern, wir wollen doch nur ein bisschen von der Sonne. Fahr am Kuder mit ner Bitch, der Kopf ist gefickt und ich öffne ne Bardo. Jeder will Aufmerksamkeit, doch der Schmerz auf mein Herzen wiegt über ne Tonne. Kann ich entkommen, bete zu Gott, bitte übernimm Kontrolle. Okay, Freunde. Lass uns doch mal gucken, was der Cynic da verzapft hat, oder? Eigentlich will man nicht, aber man muss. Mal gucken, ob er irgendwas Neues zu sagen hat oder ob das einfach die generelle Missgunst und der generelle Hate von immer ist. Und nochmal, ich schwör's euch, Freunde, ich habe nicht reingesappt, ich habe nicht gesehen, was er geschrieben, ich habe nicht gehört, was er gesagt hat, ich weiß nicht, um was es geht und wie ausführlich und was genau. Ich habe gar keine Ahnung, Freunde, ja? Wir gehen rein, 5 Minuten habt ihr geschrieben. Es gibt nur diese zwei Meinungen so. Ich feier den Humor oder ey, geht gar nicht, was der macht. Mhm. So, weil es halt ein für die heutige Landschaft so ein bisschen extremes. Ja, kann man so ausdrücken. Man kann aber auch schon sagen, wenn man dich in irgendeiner Form getriggert hat, als Feind hat oder als, ja, Feind ist immer so schwierig, aber als jemanden, der jetzt nicht Best-Friend-Modus mitspielt, dass du schon auch jemand sein kannst, so, den man nicht unbedingt auf dieser Position haben willst. Also, wenn ich mir das so angucke, Stichwort Leon Lovelock. Ich kenne ihn nicht persönlich, habe keine Ahnung, ich habe auch wirklich keine Videos von ihm anguckt, da ich nicht so, vielleicht nicht so Bodybuilding interessiert bin. Nee. Was ich gesehen habe, sind ein paar Interviews von ihm. Aber es ist krass, viele Leute stecken mich immer noch in diesen Fitness-YouTuber-Ding. Ich weiß noch damals, als das Vice-Magazin einen Bericht darüber geschrieben hat, über meine Ausflüge in die Verschwörungstheorie-Welt, die damals übrigens noch alle voll krass gefeiert haben, als ich mit Pierre über die Pyramiden und so geredet habe, haben die gesagt, der Fitness-YouTuber Leon Lovelock verbreitet gefährliche Verschwörungstheorien. Ist krass, also das Fitness-Ding werde ich nicht loswerden, deswegen muss auch eigentlich ein Fitnessprogramm an Start kommen und deswegen muss auch jetzt noch einmal ganz kurz geflext werden, bevor der Cynic redet. Von... Café, ich glaube, alle haben das gesehen, ja, das war ja voll den Hype so. Ja, ja, voll. Und ein Interview mit meinem guten Freund, Bruder und Kollegen Dawood, weil er bei ihm war. Und ich habe ihn halt wahrgenommen als jemand, der halt nur so Sunny Boy, entspannt, spirituell vielleicht so ein bisschen und halt so. Und dann habe ich ein, zwei Videos von dir gesehen, wo du dich halt lustig gemacht hast über diese Art und Weise. Und ich habe mich gefragt, was triggert den so sehr an dem? Und wollte ich mal drauf ansprechen, auf entspannt. Also ich muss jetzt nicht hier 3 Stunden da Bashing machen, aber was ist das, was dich so motiviert, wenn du Leute hast, die dich in irgendeiner Form abfacken, stressen oder vielleicht auch einfach dir krumm sind, so, dass du da deinen Senf auch ablassen musst? Ja, also erstmal, ich mag das, ich mag Konfrontationen. Ne, ist natürlich jetzt also jetzt nicht körperlich, ich boxe mich nicht oder sonst irgendwas, das ist nicht mein Feld. Du scheust ja jegliche Form von Gewalt, ne? Genau. Mit dem Mund so, du kannst dich wehren mit Worten so. So, genau, das ist halt mein Feld so und wenn sich einer drauf begibt, umso schöner, weil ich mag es zu diskutieren und ich mag es auch, wie gesagt, das ist halt, vielleicht ist auch ein Fehler oder so, aber ich mache halt Leute gerne runter, die es meiner Meinung nach irgendwie verdient haben und da bin ich ja auch nicht der Einzige. Also ich meine, wenn man sich jetzt US-Comedians anguckt oder keine Ahnung. Das ist halt generell so eine Sache, wo ich halt als Mensch einfach eine Abneigung gegen habe so. Ich habe generell eine Abneigung gegen Menschen, die andere Menschen gerne runtermachen so. Das ist überhaupt, das macht für mich, dieser Satz macht für mich halt auch überhaupt gar keinen Sinn. Ich mache Menschen gerne runter. So. Werde ich in meiner Welt niemals verstehen können. Aber es gibt viele andere, viele Leute, viele Menschen, die da anderer Meinung sind so. Ich generell kann es nicht nachvollziehen. Ein Serdar Somuncu oder Leute oder Satiriker oder Leute, die, wo normale Menschen das Gefühl haben, der ist voll verbittert, weil sonst wird er ja nicht so böse über alles reden. Ist aber gar nicht. Also ich meine, ich habe, also Frauen, also
im Freundeskreis, alles ist so, also ich hab gar keinen Grund, Groll zu hegen. Und ich hege auch keinen Groll, das ist nur meine Art von Entertainment so. Und ich beim Leon Lovelock ist halt so, also was mich halt getriggert hat, ist halt dieses, also mich triggert Dummheit, ne, Dummheit triggert mich hart, kann man aber keinen Vorwurf machen, weil keiner kann was dafür, aber wenn man sich dann, obwohl man dumm ist, so und so verhält und irgendwie versucht, so bedeutungsschwangere Scheiße von sich zu geben und zu sehr von sich überzeugt ist, ohne aber was zu können. Also ich mache einen harten Cut bei Personen, die was können oder die nichts können. So, mhm. Und für mich ist es kein Skill, auf die Straße zu gehen und jemanden und sich auszuziehen und Frauen zu fragen, was sie von Muskeln halten. Für mich ist es auch kein Skill, Stars einzuladen, die 98% Redeanteil haben. Für mich kann, also vom Können her, kann der Original nichts. Bro, Digga, das ist so krass, Digga. Ich schwör's dir, Alter. Hart, sich so eine Scheiße reinzuziehen. Ohne Scheiß. Erstmal so, wer ist er überhaupt, dass er beurteilt, wer dumm ist und wer nicht dumm ist. Oh, das triggert mich gerade krass, weil wer ist Cynic, dass er beurteilt, wer dumm ist und wer nicht. Wer ist Cynic, dass er beurteilt, wer was kann und wer nicht, Bro. Ich komm von nix, ich komm von gar nix, ich hab nix gehabt, ich hab nicht mal einen Hauptschulabschluss gehabt, ich hab alles nachgeholt. Ich habe meine Hauptschule gemacht, meine Realschule gemacht, danach habe ich mein Abi gemacht, dann bin ich studieren gegangen und habe Wirtschaftsingenieurwesen durchgezogen bis zur Bachelorarbeit. Ich weiß nicht, Bro, das zeichnet für mich auf jeden Fall nicht einen dummen Menschen aus. Dann habe ich abgebrochen. Da könnte man jetzt sagen, würden einige Menschen vielleicht sagen so, okay, das war ein dummer Move, aber das ist auch eine persönliche Einschätzung, eine persönliche Einstellung, wie man dazu steht, einfach so. Dann habe ich es geschafft, mir mit Social Media was aufzubauen. Da kannst du jetzt sagen, da gehört kein Talent dazu, da gehört nichts dazu, aber ich hab ein Talent, meiner Meinung nach, wenn es um Zwischenmenschlichkeit geht. Sowohl auf der Straße, bei Interviews, habe ich ein Talent gehabt, mit den Leuten zu reden, da Sachen rauszukitzeln, die irgendwie witzig sind, deep sind oder einfach irgendwie generell einen Faktor haben, was sich viele Menschen reinziehen möchten. Und genauso auch in den Interviews habe ich es geschafft, mit den Rappern gewisse Themen herauszuarbeiten, die sie so noch nie in der Öffentlichkeit besprochen haben. So. Und das ist meiner Meinung nach generell einfach ein Talent auch, was man hat oder was man nicht hat. So. Weißt du? Und das ist mir aufgefallen in der Interviewszene, dass es niemanden gibt, der diese Fragen stellt, die ich stellen würde. Und deswegen habe ich mir gesagt, ich fange jetzt an mit Interviews. So, danach bin ich nach Mexiko gegangen und habe irgendwann auch angefangen mit Musik. Seitdem ich meinen ersten Song rausgehauen habe, haben Leute in die Kommentare immer geschrieben, habe ich nicht erwartet. Du bist gut, du hast ein gewisses Talent. Und das sage ich nur, damit er sieht, dass es viele Menschen gibt, die das Gegenteil sehen, was er sieht, so. Ich persönlich bin sowieso überzeugt von mir und ich weiß, dass ich Talente habe und ich weiß auch, dass ich was kann. Wahrscheinlich kann ich mehr als dieser Junge, der da gerade sitzt. So. Ich denke so. Nur weil du dich besser ausdrücken kannst, nur weil du sitzen kannst und vielleicht irgendwie besser Leute beleidigen kannst, fertig machen kannst, weil du dir jahrelang zur Aufgabe genommen hast, andere Leute fertig zu machen in Battles, so, weil du das besser kannst, heißt es noch lange nicht, dass du ein besserer Mensch bist, Bruder. So, wer hat das Herz am richtigen Fleck? Wer macht die richtigen Sachen an der richtigen Stelle? Das zeichnet für mich einen Mensch aus. Und was ist dumm schon? Was ist dumm? Dumm kannst du nicht beurteilen. Ist es jetzt der IQ? Ist es die emotionale Intelligenz? Was ist dumm für dich, Bruder? Ist es die Schulbildung? So, wer bist du, dass du dich hinsetzt und sagst, dass andere Menschen dumm sind, Bro? Das ist dumm. Also da, als wäre der krass. Und der ist halt nicht krass. Er sieht krass aus, so. Und ich würde niemals auf die Idee kommen, den zu haten oder so, wenn der einfach seine Fitness-Scheiße weitergemacht hätte. Aber der begibt sich dann in so ein Hip-Hop-Feld und in so einen Kosmos, wo halt so Leute wie ich oder andere auch so irgendwie rumschwimmen. Und ich bin jetzt kein Rapper oder so, aber ich meine nur... Du, was bist du denn? Ich kenne gar keine Fitness-Leute auf YouTube. Mhm. So, aber sobald du halt eigentlich so eine hohle Fitnessbirne bist, wie er es ja nun mal ist, und dann aber, keine Ahnung, Hip-Hop-Interviews machst und so, ich habe mich auch alle reingezogen, weil der hat krasse Gäste gehabt und die haben bei dem krass geredet. Der hatte jetzt nicht... Was denkst du, wie die Gäste zu mir gekommen sind oder warum die Gäste zu mir gekommen sind? Das war nicht nur wegen der Reichweite. Und was denkst du, warum die krass geredet haben? Gerade bei mir im Interview. Weil ich dem vielleicht einen gewissen Vibe gegeben habe. So. Außerdem, wer bist du, dass du Hip-Hop für dich vereinnahmst? So? Wer ist er, dass er sagt, wer in der Hip-Hop-Szene stattfinden darf und wer nicht? Meiner Meinung nach hast du null mit Hip-Hop zu tun, außer deine komischen Battle-Rap-Geschichten. Nicht mal da hast du richtig gerappt, Bruder. Da hast du Stand-Up-Comedy gemacht und irgendwelche Leute fertig gemacht mit Reden.
auf dem Takt, auf dem Beat bist du wack. Das ist meine ehrliche Meinung so. Und ich glaube, auf dem Takt, auf dem Beat mache ich dich auch locker fertig, Bruder. Auf Songs, Bruder, bist du schlecht. So, das ist einfach Fakt, Bro. Aber ich würde niemals auf die Idee kommen, mich hinzusetzen und irgendjemandem zu sagen, wann er wo stattfinden darf und wann wo nicht, Bruder. Bro, come on, Digga. Da dran. Oh, das war jetzt nicht sein Verdienst, dass sie so, obwohl doch, der ist ja einfach, der hat ja einfach alles bejaht und hat die Leute in den Laberfluss kommen kann. Vielleicht war es auch ein Skill. Keine Ahnung, ich will auch nicht zu lange darauf eingehen, ich rede jetzt schon wieder 3 Minuten netto. Und nur Müll. Auf jeden Fall. Real Talk. Und dann gibt es natürlich nichts Schöneres, als wenn der dann so Sachen sagt wie, Mann, der Bruder ist verbittert, ich will den nur in den Arm nehmen. Der ist hasserfüllt und sowas alles. Und dann denke ich mir so, geil, das ist ein Freifahrtschein, mich nochmal lustig zu machen. Und ich habe ja noch nicht mal, ich drossel ja noch. Also ich habe ja noch nicht mal, so keine Ahnung, was andere Leute, wie das jetzt so zum Beispiel so ein Rezo mit einer CDU macht oder wen gibt es noch? Irgendwelche anderen Leute, die so Leute richtig so raussuchen und schnibbeln und so machen. Das, was ich mache, ist ja Freestyle. So, ich gucke mir ein Video an und reagiere ja, ich skripte ja nichts da, also das ist ja einfach Freestyle darauf reagiert. Ich habe ja noch nicht mal Sachen rausgesucht und gegengestellt. So, das ist ja noch auf harmlos. Aber mir macht sowas Spaß, ich finde das ultra lustig und habe zum Glück auch ein paar Leute, die es auch lustig finden. Und dann gibt es natürlich die Gegenseite. Zumal man ja auch sagen muss, so, ihr ernährt euch ja auch ein Stück weit gegenseitig davon, ne? Du tauchst in seinen Videos auf, genau. Er taucht in deinen Videos auf und ja. Dann ist es ja eigentlich eher so ein Ball hin und her werfen, weil du gesagt hast, dich triggert Dummheit. Ich weiß nicht. Also mit dem Ball hin und her werfen, Bro, also wie gesagt, ich brauche das nicht, ne? Das ist für mich auf jeden Fall ein easy Upload und ich werde es auch nicht mehr ignorieren, so, aber ich brauche das nicht. Ich hätte niemals von alleine angefangen, irgendwelche Leute zu haten, damit ich mit irgendjemandem einen Ball hin und her werfen kann und da Videos machen kann oder so. Das ist nicht meine Art. Was kalkuliert ist, was vielleicht extra ist, was Satire ist, was, ne, hat mich leider zu wenig mit der ganzen Sache auseinandergesetzt. Ich weiß aber, dass viele, viele Leute diesen Showkampf von euch attraktiv finden. Ne? Ich glaube, das ist schon ein Thema, wenn es heißt, Cynic macht sich oder grundsätzlich Cynic regt sich über den und den auf, dann wird es geklickt und es wird wahrscheinlich auch gern gesehen, weil es halt auch einfach Unterhaltung ist. Ne? Ja, weil ich es auch gut mache. Ja, du machst es gut und er geht natürlich wieder drauf ein und macht es wahrscheinlich für seine Fans oder was auch immer dann auch wiederum gut. Ne? Und dann ist es halt so hin und her. Ja. Aber habt ihr euch schon mal getroffen? So? Ja. Ihr habt euch schon mal getroffen? Wir haben uns zweimal getroffen. Da ich mit meiner Freundin war ich zu Hause, also damals noch Freundin, und dann habe ich mir, da meinte die halt immer so zu mir, warum ziehst du dir das rein, wenn du dich so darüber aufregst? Und da habe ich mir halt immer diese Videos von ihm reingezogen und mich wirklich einfach aufgeregt, weil mich das hart getriggert hat, ne? Das ist so ein bisschen dieser Oliver Geissen Type of Video, ne? Man guckt sich diese Trash. Um sich aufzuregen. Ich reg mich auch gerne auf. Findest du das auch geil? Also stehst du dann irgendwie, sitzt du dann vorm Fernseher und denkst dir so, brüstest dich damit und sagst, ey, ich bin viel klüger, ich bin viel besser und der ist so und so. Also gibt dir das auch ein bisschen was? Hast du da vielleicht auch irgendwie so ein Ding in dir, dass du dich brüstest? Nee, um mich besser zu machen nicht, weil ich habe schon ein gutes Umfeld mit rationalem Feedback. Also ich bin jetzt nicht, ich laufe jetzt nicht rum und denke mir so, ey, keiner merkt, wie viel ich auf dem Kasten habe. Warum? Keiner weiß, wie clever ich bin oder wie kreativ ich bin. Das sagt mir keiner. Ich muss mir das daher holen. Du weißt, was ich meine. Viele gucken ja Frauentausch zum Beispiel und denken sich alle, was für Opfer. Die kriegen das und das nicht mal hin. Och, Gott sei Dank, ne, bin ich nicht so und so. Weißt du, und geilen sich dann darauf auf. So. Nee, aber sowas das nicht. Also für mich das auch, ich bin kein Trash-Fan, aber ich bin halt, Mann, ich habe halt auch ein Comedy-Auge und denke mir so. Und ein bisschen lachen und ein bisschen aufregen dabei so und denke mir so, Mann, was ist das für ein Typ? Alter, krass, boah, ist das peinlich. Und das ist ja genau das, was der Burak gesagt hat. Er fühlt sich dann einfach geil. So, oh, ich stehe intellektuell über dem Mann. Ich bin viel geiler und das befriedigt ihn dann. Und dann muss er dann auch noch seinen Senf dazu abgeben und dann findet er es noch geiler. So, Bro, gib's doch einfach zu. Ist doch scheißegal, Digga. Sei wenigstens ehrlich. Weißt du, wie ich meine? Scheiße. Natürlich ist er dann im Fokus. So, ne? Und zu keiner Sekunde habe ich mir gedacht, boah, ich würde jetzt auch gerne auf der Straße stehen und Frauen Lieder von Rappern zeigen und so. Aber wie gesagt, dann war die Situation und sie meinte so, warum guckst du dir das an, wenn ich das so aufregt? Ich so, boah, Mann, der steht hier, wir wohnen auch in Nähe hier Kudamm, wo der dann halt immer seine Posen und so, seine Umfragen gemacht hat. Und ich meinte so, ich fand dieses Szenario so geil, dass der dann so Interviews macht und ich laufe so mal vorbei und der sagt so, hey, hast du Bock auch was zu sagen? Und den dann einfach so auf. Aber meine Interviewgäste hättest du schon gern gehabt, Bro. Hast du ja in dem letzten Reaction-Video zugegeben, Bruder. Zu lassen. Das ist so. Für mich wäre das voll schön gewesen. So mein das ist schön Malerei, Digga. Der tut so, der macht einen auf so, dann auf so. Sei doch einfach ehrlich, Bro. Sei einfach ehrlich. So meine Art von Entertainment. Für mich wäre das voll schön gewesen. Ist leider nie gekommen.
ist es denn? Dann hat Marvin Gaye mal so einen Hanfladen eröffnet oder war zumindest dabei und dann kam der auch. Da meinte meine Frau so, guck mal, da ist der. Und da kam der Marvin schon zu mir, weil der wusste schon. Der meinte so, guck mal, ich will, dass du ihn interviewst, aber bitte, interview den ganz normal. Ne? Verarsch den nicht, mach nicht so, mach nicht so. Und dann habe ich den auch interviewt, das war auch alles komplett easy. Dann hat der, ich weiß gar nicht mehr, wo das war, dann war im YouTube auch irgendwie hin und her. Und da hat er mich mal auf so einer Hip-Hop-Party gesehen und meinte so, komm mal mit raus. Und ich dachte mir so, okay, geil, jetzt wird diskutiert. Ne? Ich bin nicht davon ausgegangen, dass der mir eine zieht. Hätte der auch machen können, hätte ich halt da gelegen, Pech gehabt. Ne? Hat er aber nicht gemacht, sondern der meinte halt wirklich so, Digga, was ist los mit dir? Warum so und so? Und wenn ich Leute so verfolge, die ich nicht mag, wie zum Beispiel den jetzt oder, keine Ahnung, Inissa Amani oder so, dann denke ich mir halt so, wenn ich die irgendwann mal treffe und die mich fragen, was los ist, dann bin ich halt vorbereitet. Ne? Dann kann ich denen halt sagen, was mir nicht gefällt. Und das hat den halt so ein bisschen überrollt, weil ich kam da halt mit Sachen, meine ich so, da hast du das gemacht, da hast du das gemacht, warum hast du überhaupt das gemacht? Warum, guck mal, so wie du jetzt bist, so bist du doch gar nicht in deinen Interviews. Mach doch, sei doch mal so in deinen Interviews. Warum tust du meinen auf so? So, habe ich dann also so. Also du stellst dich der Konfrontation so. Voll, ich hab da voll Bock drauf gehabt, ne? Weil ich halt auch vom Ausgang bin, auch da wird das nicht gewalttätig oder so. So, habe ich hinterher gemerkt, war vielleicht kurz davor, ein paar Leute waren noch abgefuckt, aber ist halt nicht passiert so. Genau, und da haben wir uns da auch gesehen. Und ich glaube auch, wenn man sich nächstes Mal nochmal sieht, das ist kein richtiger Hate. So, das ist einfach, also ich, es ist Entertainment, ey. So. Also, nee, ist es nicht, Bro. Wir haben uns zweimal live. Da hast du die Grenze, du hast die Grenze schon in dem letzten Reaction-Video, wo du Justine so fertig gemacht hast, Bruder. Das nehme ich dir übel, so. Und das nehme ich dir komplett übel. Das, was du eben hier gesagt hast, dass ich dumm bin, dass ich keine Berechtigung habe, in der Hip-Hop-Szene stattzufinden, nehme ich dir genauso übel, wenn nicht sogar noch mehr. So. Also es ist nicht alles cool zwischen uns. Nur, dass du es weißt. Es ist nicht alles cool, Bro. Und es ist auch kein Entertainment und auch kein Comedy für mich. Jedes Mal, wenn ich sitze und reagiere, bin ich ehrlich. Ich setze keinen Film auf, ich setze keine Maske auf, ich spiele nicht den Teufel, den hassenden Motherfucker so. Ich bin einfach ich selber. Und ja, Bro, es ist nicht alles gut zwischen uns. Sehen und wenn wir uns das nächste Mal sehen, weiß ich nicht. Vielleicht kriege ich eine Backpfeife, vielleicht diskutieren wir wieder oder läuft vorbei oder so, ich weiß es nicht. Man hat schon so ein bisschen das Gefühl, dass es auf jeden Fall spannend wird, wenn ihr euch trifft. Aber natürlich spielt da, glaube ich, auch spielen andere nochmal eine Rolle. So Marvin California hast du angesprochen. Ich glaube, die haben ja auch irgendwie was, der, ne, da kommt auch immer mal, also wie gesagt, ich gucke mir Videos an, so bin Konsument dieser ganzen Geschichte auch, mal mehr, mal weniger. Und dann denke ich mir halt manchmal so, man muss gar nichts, aber nicht, dass es jetzt zu so einem Mobbing-Ding wird, ja, wo dann mehrere Leute auf einen gehen, weil der sich halt verhält, wie der sich verhält und dann hat man das Problem. Auf der anderen Seite ist natürlich auch immer die Frage so, wer sagt was, wer teilt wie viel aus, wer kann viel Bro, einstecken. Das ist doch schon lange passiert, Bruder, die haben sich doch alle zu 100%ig, Mann, Digga, das kam doch auch nicht durch Zufall, dass die da sich gegenseitig alle zu einer gewissen Zeit da zusammengeschlossen haben und jeder ein einzelnes Video über mich gemacht hat und so. Da findet auf jeden Fall sowas wie eine Art Mobbing statt, so. Und es ist auch nicht nice, ich fühle sowas gar nicht. Jetzt nicht nur, weil es um mich geht, sondern generell einfach, wenn mehrere Leute sich auf eine Person einschießen und ihre Reichweite zusammentun, um eine Person zu haten, Digga, das ist für mich halt einfach menschlich unterstes Niveau, Bro. Als Battle-Rapper, du bist es natürlich, du kannst genug einstecken, ne? Nehme ich an, konfrontierst dich damit, ne? Die Leute. Ich sag aber auch gleichzeitig dazu, und da bin ich wieder ehrlich, wenn ich nicht so eine krasse Motivation hätte, weiterzumachen, und wenn ich nicht irgendwie auch in meiner Persönlichkeit selber stark wäre und mich selber genug feiere, dass mich Leute auch schlecht reden können, dann hätte mich das auch noch mehr mitgenommen. So, es ist nicht ohne, wenn Leute sich auf dich einschießen und jedes Mal versuchen, in dieselbe Kerbe reinzugehen, dich als jemanden darzustellen, der du deiner Meinung nach nicht bist. So, weil in meiner Welt und ich selber bin von mir überzeugt und ich bin selber auch davon überzeugt, dass ich nicht dumm bin und ich bin selber auch davon überzeugt, dass ich eine Berechtigung habe, in der Hip-Hop-Szene stattzufinden. Und wenn Leute einem das im Kollektiv absprechen wollen, Digga, dann, ja, Bro, das ist natürlich irgendwo. Bruder, das triggert einen schon krass, vor allen Dingen, wenn es im Internet passiert und du nicht mal in Real Life richtig darauf reagieren kannst. So. Das sind Leute, ich weiß auch nicht, Bro, das sind halt,
ich weiß nicht, wie ich das als Vergleich so ziehen soll, aber das sind Leute, die im echten Leben wahrscheinlich nie richtig was zu Kamellen hatten und sich ihre Balls halt im Twitch-Zimmer aufbauen und dann da halt einfach Leute fertig machen und sich da irgendwie ihren Hack zurückholen, weil sie vielleicht selber mal fertig gemacht wurden von so Typen, die anscheinend so sind wie ich. So, und das ist oft der Fall, Digga, da könnt ihr sagen, was ihr wollt. Gegen dich beleidigen, sonst was. Und ja, da denke ich mir halt manchmal so, wann ist eigentlich die Grenze des guten Geschmacks verlassen, mhm, und wann, was ist eigentlich eine Battle-Rap-Bühne und was ist dann echtes Leben? Weil, ne, gibt ja auch viele Leute, die nehmen sich das Leben wegen Mobbing oder, ne, ja, so. Denkst du manchmal an so Sachen, dass du denkst, ey Mann, du hast eine Grenze überschritten oder so? Kannst du dich da reflektieren? Ja, auf jeden Fall. Deswegen habe ich die Grenze auch noch nicht überschritten. Also deswegen mache ich diese Freestyle-Videos, wo Punchlines und dieses lustig machen im Vordergrund steht und ich nicht wie im Battle Rap jetzt mich ernsthaft richtig damit beschäftige, was ausarbeite, was skripte und dann einfach wirklich 20 Minuten mache, wo dann die Person richtig, richtig, richtig doof aussieht. Nicht nur so lächerlich doof, nach dem Motto, keine Ahnung. Bro, das ist doch alles so eine Ausrederei, Digga, ich schwör's dir, Digga. Man kann auch alles irgendwie mit Satire und Battle Rap rechtfertigen, Digga. Ja, nee, sind ja nur Punchlines und ist ja nur Battle Rap, Bro. Englisch oder Schnauze, ich bin Pumper, so ein bisschen nachmachen, sondern so richtig. Also das ist ja auch eine Kunst und deswegen habe ich ja das Glück, dass ich für meine Art von Mensch, nenn's verbittert oder was, diesen Battle Rap halt hab, wo man halt sowas auf der Bühne machen kann und das auch noch gefeiert wird und du noch Gegner hast, die sich dem auch stellen. Deswegen, das ist nicht erreicht und Das ist auch was ganz anderes, Bro. Da gehen Leute in Battle rein und sagen so, ich will, dass du mich beleidigst, weil ich dich danach zurückbeleidige, Bro. Du hast dir einfach irgendwann zur Aufgabe gemacht, mich fertig zu machen, mich zu haten, mich zu beleidigen, aus persönlichen Gründen. Das hat nichts mit Battle Rap zu tun, das ist kein Sport, was wir hier machen. Weil jedes Mal, wenn ich drauf reagiere, bin ich einfach ehrlich und ich nehme mir nicht zur Aufgabe, dich einfach nur dumm fertig zu machen, sondern ich sag einfach ehrlich, was ich denke zu dem Scheißdreck, den du da verzapfst, so. Da nicht passieren, das wird auch nicht passieren. Also dafür ist das Ganze immer noch trotz dem ganzen Rumgebiefe zu spaßig. Ja, krasses Thema. Also krass im Sinne von, zieht sich ja jetzt auch schon so lange, ich meine, Internet habt ihr jetzt nicht erfunden, ne? Das gab es wahrscheinlich auch schon vor eurer Zeit. Und keiner trägt auch einen Schaden davon. Also seine Leute mögen mich nicht, meine Leute mögen den nicht und also der hat nicht weniger Klicks durch mich, ich habe keinen Schaden von dem, das ist wirklich auf so einer Ebene, der sagt, ich habe vor 7 Monaten ein Video gemacht, dann sehe ich jetzt vor 2-3 Wochen, der hat mich wieder 2-3 Mal erwähnt, dann mache ich jetzt nochmal ein Video, das ist auch gar nicht dieses Hin und Her, wo so auf andere Leute ihre ganze YouTube-Existenz so aufbauen, nach dem Motto, diese. Weil ich einfach nicht so ein Typ bin, Dicker, so, weil ich auch nicht jeden Scheiß, den du verzapft hast, nehme und daraus ein Video mache, ich habe lange Zeit einfach versucht, euren Shit zu ignorieren, Dicker, und ich tue euch da alle in eine Schublade rein, so. Wenn ich das gemacht hätte, wenn ich jedes Mal drauf reagiert hätte, dann wäre es auch konstant so weitergegangen. Der Suche nach Beef. Und für mich ist es nicht cool und für mich ist es kein Spaß. Ich tue mir das nicht gerne an, mir dein Scheißgelaber hier reinzuziehen, aber ich mache es trotzdem, weil ich wissen will, was du erzählst und weil es auch irgendwo ein easy Upload ist und weil ich mir auch selber gesagt habe, ich lasse das nicht mehr einfach so dastehen, wenn so eine Leute einfach Hass verbreiten über mich und irgendwelche Sachen über mich erzählen, die meiner Meinung nach nicht stimmen. So. Muss Klicks haben, sondern das ist, ich finde das ein ganz gesundes Hin und Her. Das freut mich. Also wenn das ein gesundes Hin und Her ist, so, ja. Okay. Ich find's ja auch unterhaltsam. Ich finde es auf jeden Fall auch ein Stück weit krass, dass es halt auch so, ich meine, es ernährt euch ja auch ein Stück weit, habe ich ja vorhin schon gesagt. Es ernährt einen Scheiß, Bruder. Du verdienst auch Geld mit Twitch und mit dem ganzen anderen Kram. Ja, Bro. Das wirst du wahrscheinlich auch nicht machen. Du hast es aber früher nicht gemacht, ne? Du machst es erst seit, ne? Seit wie lange gibt es deinen YouTube-Kanal? YouTube-Kanal gibt es seit. Also mich ernährt es nicht. Ich bin nicht auf Hass aufgebaut, Bruder. Und ich habe auch noch nie so die krassen Beef-Videos gehabt, die mich jetzt krass ernährt haben oder so ein Shit. Zum Glück war es das jetzt gewesen an der Stelle, Digga. Mehr habe ich auch wirklich keinen Bock mehr reinzuziehen von dem Kollegen. Bro, regt mich einfach nur auf, triggert mich persönlich, kann ich null nachvollziehen. Die Ausrederei auch von wegen, das ist alles cool und das ist alles auf dem Level, der okay ist und so. Ich find's überhaupt nicht okay, Bro. Ich sag's dir ehrlich, Digga. Dir hat niemand was getan. Ich hab dir nie irgendwas getan, so. Justine hat dir auch nie irgendwas getan, dass du dir zur Aufgabe nimmst, dich hinsetzt und uns irgendwie fertig machen willst. Du löst damit aus, dass deine Community hat einen ähnlichen Vibe wie du. Die haben Bock auf Beef, die haben Bock auf Hass, die haben Bock auf Negativität. Und die kommen dann zu uns rüber und schreiben uns Nachrichten, beleidigen uns in den Kommentaren, machen genau das, was du geil findest, was wir aber für unser Leben nicht geil finden. So. Weil wir halt eine ganz andere Lebensausrichtung haben. Wir sind ausgerichtet in die Sonne und nicht
ins Dunkle. Weißt du, wie ich meine? So, wir wollen Liebe, wir wollen mehr vom Leben, wir wollen reisen, wir wollen Menschen kennenlernen, wir sind in Mexiko, wir, keine Ahnung, wollen anderen Menschen helfen, andere Menschen motivieren, was Gutes mitgeben, einfach das Gute im Leben, so. Weißt du, wie ich meine? Und du müllst uns mit deinem Hassscheiß voll und deine Community genauso, Bruder. Also ich ernähre mich nicht davon, ich brauche das nicht und für mich ist es auch überhaupt nicht cool, sowas zu machen, Bruder. Ich sehe das halt ganz anders. So, das ist meine persönliche Meinung.